Blanche-Rive is one of the key operas of the 19th century. It was the beginning of Grand Opera as an art form. It's really a very important opera for the development of opera. You can compare it to the big blockbusters of Hollywood movies. On the other hand, it's a very important topic. I think what La Juive is treating, religious fanatism, has unfortunately at this moment a very big actuality also. Die Geschichte könnte leider aus dem Leben sein. Denn es gibt Fundamentalismus und es gibt auch beschissene Männer, die also, wenn eine Frau fragt, du musst mir jetzt sagen, wer du bist, dann sagen die, ja, wenn wir im Bett liegen, sage ich das. Ich freue mich wirklich sehr auf diese Arbeit, und zwar, weil sie auch mir sehr nah ist, die Problematik. Ich habe auch eine Tochter, ja. Und es gab also wirklich Situationen, wo ich gesagt habe, na dann eben nicht. Ich habe keine Tochter. Und ich bin froh, dass es immer Menschen gab, die uns wieder zusammengeführt haben. Und versteht ihr, das ist, diese Oper ist nicht eine Oper, die 1400 noch hat. Die ist sehr unter uns. I think with a piece like La Juive today, you need a director with such an eye, where you are not kind of getting a lot of pomp and circumstances around, but where you're gonna realize what this is about and where it shows the audience in their face. That's what this opera is about. Deshalb gehen ja bestimmte Figuren ins Publikum mal, um die ganz direkt auch anzusprechen, auch zu anzufassen. Meiner Meinung nach würde es eine Einladung sein, die ganze Inszenierung, das eigene Selbst zu hinterfragen und es nicht zementiert aufzufassen. Auch hoffnungsvoll. Also jede Krise ist eine Hoffnung. Klar, es geht um den Tod, ja. Also nicht um den Tod von Rachel, sondern um unseren Tod. Und wir finden eben alle beschissen, dass wir sterben müssen. Ob wir es zugeben oder nicht, spielt keine Rolle. Und die Religionen sind allesamt Versuche, diese Zumutung unserer Existenz irgendwie zu bewältigen, dass eben irgendwann Schluss ist. Es geht um Weltanschauungen und um bestimmte geistige Instrumente, mit dem Tod fertig zu werden. Und das ist so existenziell, dass ich nicht dulden kann, dass der Mann neben mir anders versucht, über den Tod hinwegzukommen. There's also one reason, of course, why it's interesting to put this piece. Antwerpen is the city of one of the major cities in the world of diamond. And so, of course, the main character, Eleazar, in a certain way, has a raison d'être in Flanders. Und dann will ich mal noch was sagen, dass ich wirklich sehr, sehr gerne das hier inszeniere, in dieser Stadt, wo es eben auch das jüdische Viertel gibt und diese also wirklich starken Konflikte, ja, werden hier schon für mich bisschen, kommen schon ein bisschen näher an mich ran, wenn ich die vielen Menschen hier alle so sehe. So from the beginning, when I came here as intendant, I said, I want to do this opera one day, that I would plan it
in a time where it became also almost a danger to deal with these things, that you have to be afraid of terrorism, like that I could have never thought of. Wir wollen die Leute erschüttern, aber im Sinne von die Plattform erschüttern, auf der sie stehen, auf der wir, ich sage immer wir, ja, dass das alles nicht so sein muss, wie es jetzt ist.